Welcome back to another German Food Review, and it's bread roll time. A bread roll with some stuff on it called Ragu Finn. And I saw this product and actually it looks quite good. And I bought it and then I checked out what actually is Ragu Finn and what the heck? Let me show you, right? Here it is, by the way, Ragu Finn. Its origin in France is not confirmed, right? They say it's from your Germany, Berlin here. No idea. I think it's the first time for me. I think. No idea. Then I saw this one here. Main ingredients. And look at that veal. All right. Okay. And then brain, tongue, and so on. Fish. What the heck is that? That sounds like a horror soup. Yeah. But in the German Wikipedia said they say in some product that it's not in there. There's actually just chicken or veal in it, and I really hope that's the case here, because I don't want to eat tongue or brain or something like that. Yeah, I don't know. Calf brain, what the heck? Oh. Anyway, let's take a look at that thing here. Actually, it looks quite good, right? Not dangerous or so. 3-1, here we go. But I don't want brain, I don't want brain, I don't want brain. Lila Becker, so it seems to be Lila Becker. The shop is actually, has a different name, whatever. And here it is. Yeah, I don't know actually. I'm really scared to bite in there because this looks different than this. Maybe it's chicken and veal. I don't think there's brain in it. Oh, that would be horrible. Or maybe that is brain. I don't want to eat brain, actually. The pill should be in here. Then they charge you €2.85. It's called Zwilling Ragu Finn. So Twin Ragu Finn. Yeah. Lila. Ah, okay. This is actually the shop. So this is part of it, I guess. Lila Becker is part of Dahlbach. Whatever. Yeah. I'm not sure what to do. I should check this out before I buy this, but let me heat this up a second. There's cheese. All right, warm cheese is better than cold cheese. Back in a sec. All right, yeah, I'm still scared, but maybe those are mushrooms. Are those mushrooms? Oh, I want to know. Those are mushrooms, right? I hope those are mushrooms. I mean, what does look like that? I don't know. This here, cubes. Oh boy, I'm not so sure. Would you eat it if you know what's on there? This is hardcore. let's just try it, right? Oh boy, right here. Okay, the sauce is quite tasty. It's not sour, it's more salty, and I really hope that it's just regular meat or so. And those, yeah, that is mushroom, right? Mushroom, good. Is there something on the lens? No, it's on the display, right here. Yeah, actually, it tastes good, right? It's a nice and salty snack, warm now. But yeah, I still, it's a very strange feeling. I mean, there could be brain on it and so on. And I don't want to know actually what's on there. yeah, right here. I think it's just meat. Is it? Are you an expert? Those are definitely mushrooms. The sauce is quite tasty, right? There's cheese on it. That's good to cover up the look, I guess. Bread roll is okay. So, all right. It's not that bad, I think. It tastes quite good. Here we go. Buttery now. So there's any butter in it. Yeah.
Who would eat brain? I wouldn't. I mean, shredded maybe. But not like cut into cubes or whatever. No, that's too strange. It's just regular meat, is it? I don't know. This is a mushroom. Oh boy. Too weak. Must eat. Here we go. No, it's a thumbs up. It sounds scary. And if you get the real thing, I guess that's not the real thing, then it is maybe scary. But this tastes like a buttery, salty sauce with a little bit of bread roll, a little meaty, maybe. No. Oh man, what's going on here? Not sure why it's called a twin. Maybe it's a double bread roll. No idea. Yeah. Thumbs up for the Lila Becker. 285, alright. It's not really low actually. Oh, Ragufin, do you know that stuff here? Would you eat the stuff with the brain and whatnot? I wouldn't actually. No idea. Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt etwas von Lila Becker, Dahlback. Und es sah eigentlich so ganz gut aus. Das lag da rum. Ich habe es so gesehen und gefragt, was das ist. Und sie hat gesagt, Ragufin. Okay, keine Ahnung, was das ist. Nehme ich mal. Und dann habe ich es aber ausgecheckt. Und da dachte ich so, nein, was habe ich denn hier für einen Schrott gekauft? Ja, hier ist erstmal Ragufin, oder wie man das auch immer aussprechen mag, Berliner Küche angeblich, okay. Ja, dann kam schon der erste Schock, hellem Fleisch, okay, das geht vielleicht noch, und in Rhein. Ja, okay. Hier seht ihr, was drin sein könnte, Kalbshirn, Zunge. Rückenmark. Oh, das ist ja furchtbar. Oder? Das will doch kein Schwein lesen. okay, Essigwasser, das, wenn man sich das so vorstellt, alles so als Grütze irgendwie im Topf mit Essig drin, das muss doch stinken und weiß ich was alles. Aber okay, das Ding da stinkt nicht. Das riecht eigentlich ganz lecker. Ich habe es warm gemacht in der Mikrowelle. Wenn wir einen Sniff-Test durchführen, riecht ganz gut. Und das Käse drüber, wahrscheinlich um den Look zu verbessern. Ja, und ich weiß nicht, erst sah es komisch aus, da waren dunkle und hellere Stückchen drauf, aber das sind Pilze, Champignons. Okay, weiße Soße ist denn das wahrscheinlich? Und dann sind so kleine Fleischstückchen da drin. Ja, seid ihr Experten? Seid ihr Fleischermeister? Ich zeige euch gleich eins, wisst ihr, was das ist? Dann ist noch ein Brötchen unten drunter. Oh, ein Brötchen unten drunter. Und das ist genannt Zwilling. Warum auch immer. Zwilling-Ragufin. 2,85 €. Ja. Wolltet ihr sowas essen? Also irgendwie ist mir das so ein bisschen fast vergangen. Ich habe erst überlegt, ob ich das gar nicht esse. Aber ich bin ja hardcore. Ich muss das testen. Ja, ich weiß nicht genau. Also wenn ich mir das schon allein die Vorstellung beim Essen ist sehr komisch. Aber okay. Was ist denn hier passiert? Oh, das ist runtergerutscht hinten. Okay, right here. Ja, hier Experten. Das ist kein Brain, oder? Das ist einfach nur Fleischwürfel. Hoffentlich, bitte. Bitte. Sagt ja. Okay, hier seht ihr die restlichen Fleischwürfel. Okay. Was, wie soll ich das jetzt essen, Mann? Alright. Soße schmeckt lecker. Salzig, dick, buttrig. Die Soße ist lecker. Aber da ist immer noch dieses Gefühl dabei, ja, wenn man sich das durchliest, mit Essig, Fisch und... Oh boy, here we go. Das schmeckt aber ganz gut. Ich habe keine Ahnung. Berliner Küche. Okay, scheint so zu sein. Kein Plan. Käse schmeckt gut. Wurst oder Fleisch
Mit so ein bisschen fleischig. Okay, jetzt ist hier alles runter. Die Soße ist schön salzig und so, ist überhaupt nicht sauer. Essig merke ich jetzt hier null. Okay, wird wahrscheinlich irgendwie ein bisschen anders sein. Wie auch immer, zum Glück ist das so. Hier, Digo. Ja, wie soll ich denn das jetzt hier runterkriegen? Keine Ahnung. Ja, manchmal schmeckt es richtig schön nach Butter. Das ist gut. Soll man das hier noch wegnaschen? Okay, da wird wohl kein Brain drin sein. Zum Glück, ey. Das will bestimmt keiner haben. Ich habe auch kein Chicken, da stand Kalbfleisch dran. Aber es war so eine ganz komische Beschreibung. Aber ich denke mal nicht, dass da Gehirn drauf ist. Bekommt einen Daumen nach oben. Schmeckt eigentlich ganz lecker, so die Soße. Aber trotzdem, die Vorstellung ist einfach furchtbar. Aber ja, das Ding bekommt einen Daumen nach oben. Schöner, salziger Snack. Hier 2,85. Phoenix zu sehen. Bis zum nächsten Video.